Herzlich willkommen zurück zu. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Ich möchte kurz daran erinnern, im letzten Video habe ich die unfassbar geistige Leistung vollbracht und die Koordinaten auf dem Globus, auf dem kleinen Standglobus in dem Büro, auf die Koordinaten gestellt, an dem der fette Wal gefangen wurde. Und das hat das Regal geöffnet und wir können jetzt unterirdisch weitergehen unter das Haus und wir verfolgen immer noch diesen seltsamen Maskentyp, der geflüchtet ist, als wir ihn entdeckt haben im Haus, und wir sind dem jetzt auf der Spur. Und damit willkommen zurück zu Call of Cthulhu und wir gehen jetzt mal weiter, mal gucken, was es hier noch so gibt. Wir gucken uns natürlich wieder alles ganz genau an. Three seats. Drei Plätze. Okay, hier kann ich wieder meine Crafter einsetzen. Meine Lovecrafter. Lol. Okay. Irgendein seltsames Viech. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Gesichtslose Kultisten, die etwas anbeten. What is this mask supposed to represent? Ist das wirklich eine Maske? Okay. Oh mein Gott. Die Maria-Statue, nur dass das Gesicht ein Oktopus ist. Okay. Judy, Did Charles Hawkins hide something in this chest? Ja. Kriegen wir wohl nicht raus, ne? Ich will hier nichts übersehen. Ich bin ein sehr guter Ermittler. Ich will keine Spur auslassen. Hm. Aber ich glaube, das war's, ne? Finden wir hier vielleicht noch irgendwas? Ich bin ein super Ermittler. Ja, warum kann ich die Truhe nicht aufmachen? Oh. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Ausgezeichnet. Und unten links sehe ich, ich kann mir etwas angucken. Ein super Spürnasen-Bonus-Hinweis. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Judy, sind wir fertig. Wir sind sehr gut. Wir sind sehr schlau. Kann ich das hier aufmachen? Ja, kann ich. Sehr gut. This padlock is too complicated for me. Shit. Shitty, shit, shit. Okay, weiter geht's. Sorry, Meisterdetektiv hat kurz müssen Hinweise abchecken. Ich warte darauf, dass ich runterbreche. Jetzt wird's dunkel. Wo ist jetzt dein Feuerzeug, Junge? Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that.
I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Ah, okay. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. All cops are bastards. Okay. Tagebuch konsultieren. Warum? Haben wir eigentlich wieder Punkte zu vergeben? Haben wir. Sehr gut. Dann gucken wir, was wir hier vergeben können. Entdeckung finde ich super. Mag ich sehr gerne. Ich entdecke gerne Dinge. Redegewandtheit, Stärke könnten wir gebrauchen demnächst. Und Ermittlung. Beeinflusst dein Untersuchungstalent. Verbessert die Fähigkeit, die Chance vergangener Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder eines Gegenstands zu verstehen. Verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu gelangen. Ich liebe die 5 Milliarden Rechtschreibfehler in dem kurzen Text. Leute. Machen wir mal Psychologie. Okay, gehen wir weiter. Richtig ekelhaft. Boah. Das ist ja grausam. Ich habe übrigens tatsächlich vor kurzem angefangen, die Kurzgeschichten von Lovecraft zu lesen. Und zwar gibt es da vom Fester Verlag mehrere Kurzgeschichtenbände und ich habe jetzt den ersten Band mir geholt. Da ist vorne so eine Art Piranha oder Fisch irgendwie drauf. Könnt ihr mal gucken auf Amazon oder so. Und habe jetzt auch schon zwei Kurzgeschichten gelesen. Und mich hat gerade diese enge Passage, hat mich gerade an die letzte Kurzgeschichte erinnert. Da ist nämlich auch jemand ganz tief unter die Erde geklettert in einer alten Ruine. Die Kurzgeschichte heißt Die vergessene Stadt, glaube ich. Die verlorene Stadt, vergessene Stadt. Und das erinnert so ein bisschen an diese Passage hier tatsächlich. Ja, und also ich habe Bock. Ich lese auf jeden Fall weiter. Ich fühle mich gerade so, als würde mich das Lovecraft-Universum dank dem Spiel so in seine Fänge, in seine Tiefen ziehen. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Some kind of dream catcher. Genau, hab da gerade sehr viel Bock drauf. Ich mag das Spiel. Ich mag die Kurzgeschichten, also werde auf jeden Fall weiterlesen und auch weiter zocken. Und ich habe tatsächlich auch schon Bock, selber Lovecraft-Geschichten zu schreiben. Da habe ich auch gerade Bock. Kurzgeschichten schreibe ich sowieso gerne, auch monatlich auf meiner Patreon-Seite. Genau. An old diary. Ein altes Tagebuch. In dieser Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Sie vergötterten ein Wesen, das in ihren Träumen zu ihnen sprach. Der gesamte Stamm scheint in einer Massenopferung zum Ruhm ihrer Gottheit verschwunden zu sein. Sad way to go. These paintings must be several centuries old. Okay, cool. Also das sieht mir erstmal so aus, als wären da alle Tagebücher, als dass jeder so ein... Ja, alle tot und alle Tagebücher, oder? Und das hier ist irgendein Monstervieh. Sieht aus wie... Wie heißen die Viecher? Manta? Rochen? Genau, Rochen. Wie so ein Rochen mit Tentakeln. Ja, und dann das Übliche, was man halt als Kultist halt so kritzelt. Oh, hier nochmal so ein Vieh. Cool. Cool. This monstrous creature must be an allegory. Ja,
These paintings must be several centuries old. Ich glaube, das Vieh ist keine Allegorie, sondern es ist einfach nur. Es heißt einfach nur Bruder, das ist ein Monster. Gib dich in Acht. Are they dead? Are they asleep? Genau, die schlafen nur. Die schlafen nur, alles gut. Die wachen morgen früh wieder auf und dann gibt's Kekse und Milch. Ja, und dann haben wir noch das hier, ne? These buildings seem to have come out of the water. Ha! Sind wir doch schon mal auf dem richtigen Weg. Ah. Okay, hier kann man nichts machen. Gehen wir hier weiter. Weaken these structures. Sehr, sehr hübsch alles. Sehr, sehr stimmig. I don't have time to search them all. Gehen wir auf jeden Fall hier mal runter. Was ist das? It looks like animal oil, but certainly not whale. Wow, okay, Monsteröl, cool. Okkultisten. What's going on here? Piers, keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Ich weiß, wer stirbt. Der Bulle. Geil. Sehr geil, sehr geil. Ich liebe ja Geheimbünde und Pla und Kram. Die sind gerade sehr, 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 sehr fleißig. Oh yeah. Ist das... Okay, was sehen wir hier? Irgendeine Statue von irgendeinem Gott. Dann hier Charles Hawkins. Ein Gemälde von ihm. Und Opfergaben in Form von Gegröße, Fischgegröße mit ganz viel Kerzen und ein Loch im Boden. Das Loch zur Hölle natürlich. A mass grave. Kann man hier reinfallen? Nee, kann man nicht. Sieht trotzdem sehr lecker aus. Oder ich bin das. Oh Gott.
I got it. Das haben wir doch schon mal geträumt, oder? I can't breathe. What's happening? Panikanfall. No, damn it. I must find a way out of here. Oh, ist das ekelhaft. Klaustrophobie und dann noch so ekelig. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Ich habe auch konstante Visionen, Bruder. Fühl das. Ich fühl das komplett. Aber ich schreib's halt auf und verdiene Geld damit. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Okay. Ein Buch. I can't read Latin. Erstmal klauen. Natürlich. Auf Kurs. Also. Cthulhu, hab das gehört? You who sleeps, accept this dream under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Geil. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithnk, Padk, Cthulhu Bithnk. Grant him your mind. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. Geil. All you who sleep. We pray for your return into the kingdom of the earth. Kstelbisna Cthulhu Kshon. Sollen wir da mal reinplatzen oder sollen wir einfach weitergehen? Wir gehen einfach mal weiter. Lecker Gegröße. Ja, Leute, ich würde mal sagen, für dieses Video reicht das erstmal. Wie das hier weitergeht mit dem Gegröße und hier Dingens, diesen religiösen Kultisten, ob die auch Twitter haben, das erfahren wir dann im nächsten Video, ja? Gerne wieder reinschalten. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video.